Hallo, willkommen zu Folge 7 meines Arklas Plays auf meinem Server mit einigen Mods in der zweiten Staffel. In der letzten Folge haben wir uns unseren wunderschönen kleinen Petri hier gezähmt und außerdem zwei Dodos und ein Fiomia zur Kackproduktion oder wie man netter sagen würde, Fäkalienproduktion, wiederum zur Produktion von erhöhten Mengen an Dünger, die wir auch brauchen. Und ich möchte für diese Folge ja gerne einen Argentavis zähmen. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Und das effektivste Zähmmittel für einen Argentavis ist Stegosaurus-Kibbel. Das ist ziemlich beschissen zu bekommen, also kacken wir da drauf. Das nächsteffektivere ist Raw Mutton. Und Raw Mutton können wir relativ einfach auf Ragnarok bekommen, indem wir ein paar Schafe erledigen, die in diesem wunderschönen Highlands-Biom, in dem wir sogar angefangen haben, tatsächlich spawnen. Denn hier haben wir ja unser Pferd her, deswegen haben wir hier überhaupt erst angefangen. Aber jetzt bin ich mit meinem Petri wieder hier, denn ich gehe nicht noch ein einziges Mal zu Fuß dieses Gift-Biom. Nie, nie, nie wieder. Das Einzige, was ich vielleicht mal machen würde, ist vielleicht versuchen, ob man schwimmen kann, also ganz, ganz weit weg schwimmen kann. Aber dann wird man wahrscheinlich von Megalodons erledigt. Und das will ich auch nicht. Also bin ich geflogen. Das Viech kann zwar unendlich wenig tragen, aber wir werden es trotzdem versuchen, ein bisschen Raw Mutton mitzunehmen. Oder im Notfall schmeißen wir ein bisschen normales Fleisch weg. Ist ja auch nicht so schlimm. Und auf dem Weg hierher habe ich nicht nur den Drachen gefunden, der dort hinten lebt und der gleich spawnen müsste, wenn ich ein bisschen näher dran fliege, sondern auch den Titanosaurus, den ihr gerade schon rechts gefunden habt, gesehen habt. Und warum spawnt der Drache jetzt nicht? Ich wollte mal eben schnell zeigen, dass hier ein Drache spawnt, aber jetzt ist es natürlich gerade weg. Also ein Wyvern, nicht ein Drache. Das ist ja ein arger Unterschied zwischen Dragon und Wyvern. Aber ja, das ist ja auf jeden Fall ein Spawnpunkt für die Viecher. Das haben wir auch schon am Anfang der Staffel gesehen. Also von der Staffel 2. Aber dort hinten ist auch ein Titanosaurus. Und ich habe noch keinen Plan, wie man den tamet. Ich glaube, es ist ein Passive Tamer, wenn ich mir eine Erinnerung richtig drin habe. Also ich glaube, man kann den irgendwie Passive tamen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Wenn jemand das möchte, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten muss ich das irgendwann mal googeln. Der ist Level 5. Ob wir den töten können? Der gibt bestimmt ein bisschen Fleisch. Ist schließlich nur Level 5. Versucht er uns gerade anzugreifen? Ich weiß es nicht. Versucht er uns anzugreifen? Ich habe keine Ahnung, was er da gerade macht. Hallo? Wie geht's dir? Okay, also ich glaube, angreifen will er uns gerade nicht. Aber ja, dieses Viech einfach. Hat das gerade geschissen? Das hat gerade geschissen. Oh Gott, das ist ein kleiner Kackball für so einen fetten Megadino. Alter, das ist ja der größte Dinosaurier, den ich hier gesehen habe. Ich würde mal interessieren, wie viel Health hat der? Der ist Level 5. Und der hat 230.000 Health. Will ich überhaupt wissen, wie viel Health der hat, wenn er Level 150 wäre? Das Max-Level auf dieser Karte. Ja, und okay, der Server leckt gerade wieder ab. Aber, ich werde nochmal kurz ein paar Schafe suchen und dann töten wir die noch. Ich wollte euch nur kurz den Titanosaurus zeigen und natürlich die Antwort machen, weil ich gerade nun mal hier bin. Also so langsam wird das ja irgendwie strange. Welches Level ist das? 95, das wäre auf jeden Fall besser als mein jetziges. Und es ist Male, ich weiß gar nicht mehr, war mein anderes Female? Verdammt, ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss mal kurz im Video nachgucken, denn, das würde mich jetzt interessieren, sonst nehme ich das mit. Sonst hole ich mir noch ein paar Grockerots und hole mir noch einen Unicorn mehr. Wobei, dann muss ich das hierher wieder bekommen. Dann muss ich mir erst. Dann lasse ich das hier stehen und hole mir einen Argentavis und nehme das dann mit. Oder kann Argentavis das Viech nehmen? Ich glaube ja. Aber dann kann ich mir auch genauso gut später einholen. Ich habe übrigens auch schon, das habe ich gar nicht aufgenommen, aber ich habe übrigens auch schon einen Level 145 Nightmare Pegasus gefunden. Den habe ich mich aber nicht getraut zu tamen, den hat mal eben einen T-Rex fertig gemacht und das war dann nicht so, was, wo ich unbedingt angreifen möchte. Aber dieses Level 95 Einhorn würde mich schon interessieren. Ich weiß nicht. Wenn ich es tame, habe ich auf jeden Fall ein Einhorn mehr. Ich weiß noch nicht mehr, welches meins ist, aber eigentlich kann ich es aus Prinzip tamen. Ich tame es aus Prinzip. Weißt du was? Ich hole mir jetzt kurz ein bisschen Stuff von dort hinten irgendwo. Hier hinten gibt es ja irgendwo immer Rockerots und dann tame ich das Viech einfach mal kurz. Sollte ja nicht so schwer sein. Es ist bei den Einhörnern jetzt zum Glück ziemlich einfach, die zu tamen. Dann habe ich einfach drei fucking Einhörner. Eins davon lasse ich dann, wie gesagt, einfach hier stehen. Aber dann müssen wir halt einfach mal gucken. Oh Gott, das ist eine riesige Ebene. Die laufen irgendwie drei Pferde rum auf dieser riesigen Ebene. Okay, oh, mein Viech fällt einfach mal runter, weil es wieder Stamina fehlt. Egal, also ich werde mal kurz mir Rockerots holen, dann das Viech tame, also das Einhorn. Und dann machen wir den Rest.
Ich haue gerade seit, ich weiß nicht wie lange, auf ein einziges Ovis ein. Ihr seht schon an der Seite, wie viel ich aus diesem einen gekriegt habe. 898 Matten aus einem einzigen Schaf. Das war Level 130, aber okay, what the actual, was? Und warum kann ich mein Inventar nicht öffnen? Ach, wahrscheinlich ist es wieder Serverlag, oder? Oder komme ich irgendwann nicht... Hä? Hm, ganz toll. Ja. 800 irgendwas Matten und irgendwas bei fast 900 rum von dem anderen Stuff. Okay, aus einem Schaf. Ich wollte nur ein paar von den blöden Rockerots suchen und warum kann ich jetzt... Oh, mit F mein Inventar öffnen. Ja, du bist auch intelligent, RSGE. Okay, ich transfer auf jeden Fall du, dich erstmal und den Rest kann ich eigentlich hier lassen. Aber ich nehme auch die Seeds mit. Das Hide nehme ich mit. Pelt ist aus irgendeinem Grund eine unglaublich schwere Ressource. Ich habe keinen Plan, warum das Zeug so schwer ist, weil es ist extrem schwer. Also sollte ich davon nicht so viel mitnehmen, denn ihr seht schon, mein Petri ist einfach damit schon voll ausgelastet. Also leider 388 Pelt müssen weg. Ich hoffe, wir brauchen davon nicht so viel. Ich muss mal gucken, wie viel kostet die Fur Armor? Fur? Verdammt, wie heißt die? Naja, egal. Wir holen uns einfach irgendwann nochmal neu, wenn wir einen Argentavis haben. Ich nehme jetzt einfach nur den gerade mal mit, weil es so passt. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen hier aufpassen, dass ich ein bisschen was rüberhole, aber das mache ich kurz auf Camera natürlich wieder. Hauptsache, ich habe erstmal 600 Raw-Matten. Das reicht erstmal eine Weile, hoffentlich. Und wir versuchen, ein drittes Einhorn zu zähmen. Ich habe das zwar jetzt schon zweimal gemacht, aber wir müssen natürlich trotzdem vorsichtig sein. Und ich sehe hier gerade nur einfach noch ein paar Karotten rumhängen, die ich natürlich einfach gleich mal eiskalt mitnehme. Warum nicht? Wenn sie hier schon liegen und wir sie brauchen zum Tamen von dem Vieh, dann sollten wir die vielleicht auch nutzen. Und jetzt E und Right. Und jetzt einmal was geben und warten, bis es einfach durch die Gegend fliegt. Und da hinten bricht der Vulkan aus. Das ist cool. Ja, das muss einfach sein. Keine Ahnung. Wir fallen keine Namen ein und außerdem ist das sowieso wahrscheinlich für Herrn Unisniper und deswegen wird das wohl passen. So, wait. Machen wir mal hoch. Und dann müssen wir nur noch irgendwie wieder rauskommen. Denn jetzt haben wir ein cooles Pferd getamed, wir haben keinen Sattel, wir haben nichts für das Viech, aber wir haben ein neues Einhorn-Level. Was ist es überhaupt? Level 143. Cool. Cool, cool. Auf jeden Fall wesentlich besser als Level, was weiß ich, das andere hat. 71 oder so. Inzwischen, glaube ich. Aber halt extrem viel schlechter als das, was wir haben können. Dadurch, dass wir jetzt dieses Viech haben. Das muss ich natürlich noch mehr auf Movement Speed leveln, ist ja klar. Aber das werden wir natürlich noch tun. Wir werden natürlich Movement Speed aufleveln und natürlich auch Gewicht. Denn 500 oder 700 Gewicht, das was in den Trichomen sind, auf jeden Fall necessary. Und dann natürlich mehr Movement Speed, damit wir überhaupt hier irgendwie von der Stelle kommen. Und dann setze ich das Viech irgendwo hier aus und lasse es hier einfach stehen. Und dann darf es hier bleiben, bis wir irgendwann mal einen Weg finden, es wieder zu holen. Also stelle ich das jetzt einfach mal hier so in die Ecke. So. Du bleibst exakt hier stehen. Und ich komme in 100 Jahren wieder und hole dich ab. Ne? Deal? Gut. Ich muss natürlich noch ein bisschen was zu fressen besorgen, sonst verreckt mir das Viech einfach. Das wäre nicht so schön. Aber ansonsten sammle ich erstmal ein paar Blumen. Denn Blumen sind wichtig zu sammeln. Und
Blumen sind toll. Und ich warte darauf, dass mein Petri irgendwie gleich wiederkommt, hoffentlich. Denn der hat die ganzen Kram, die ich brauche zum Sachen sammeln und angeben und so weiter. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwelche Bärenbüsche finde, die ich kurz abgrasen kann, damit das Viech genug Fressi hat, bis es von mir abgeholt wird irgendwann in 3 Milliarden Jahren. Naja, das tue ich aber auch wieder alles noch kurz auf Camera. Und dann schauen wir uns an, dass wir wieder nach Hause kommen. Schauen wir an, dass wir nach Hause kommen. Schauen wir, dass wir wieder nach Hause kommen. Korrekte Formulierung im Deutsch. Miep. Und was mir auch gerade nochmal schnell aufgefallen ist, hier gibt es natürlich Obsidian. Wenn wir das abbauen, bekommen wir Obsidian. Das ist cool. Wir brauchen Obsidian. Ich habe zwar schon ein bisschen was woanders gefunden, das habe ich euch nicht gezeigt on Camera, das war wieder Off-Camera-Arbeit, die ich da gemacht habe. Aber hier gibt es auch Obsidian, das ist cool. Obsidian nehme ich immer gerne mit, denn Obsidian braucht man gerade später sehr viel und deswegen bin ich immer froh, wenn ich Zeug davon haben kann. Die Blumen nehme ich, glaube ich, mit, die Steine. Ach komm, den ganzen Scheiß schmeiße ich einfach alles weg. Und auf jeden Fall schmeiße ich den ganzen Pfälz. Gott, was habe ich inzwischen mit Sachen, die eigentlich gar nicht zusammengehören, zusammenpacken? Dabei ist es gar nicht mehr dieselbe Aufnahmestation wie letztes Mal. Es ist schon lange nicht mehr dieselbe. Es ist wieder ein paar Tage später. Naja, egal. Und da sitzen wir. Falls ihr euch wundert, warum ich so wenig Health habe, ich bin schon einmal in die Richtung geflogen und ist mir aufgefallen, ich hätte das mal kurz zeigen sollen. Ich habe jetzt ordentlich Beeren gesammelt und das Viech hier auch lange überlebt. Und ich habe noch einmal einen Diplodocus gekillt, weswegen ich auch ein bisschen Raw Meat bekommen habe. Was wahrscheinlich nicht viel mehr bringen wird, denn bis ich zu Hause bin, ist wahrscheinlich die Hälfte davon sowieso wieder vergammelt. Aber hey, Hauptsache ich habe meine 600, was weiß ich, Raw Matten, die ich dann auf jeden Fall in meinen Preserving Bin schmeißen kann. Außerdem halten die schon mal von alleine wesentlich länger. Ich meine, die halten 35 Minuten, also wahrscheinlich 40 Minuten als Raw Matten, wohingegen Prime Meat irgendwie, ich glaube, 10 Minuten hält, selbst im Inventar eines Tieres. Also ist schon mal ein Unterschied. Aber dann würde ich sagen, ich lasse mein Pferdchen hier jetzt so stehen, genauso, mein Mithranduil. Ich bin gerade überlegen, nee. Thranduil und Mithrandil. Daraus habe ich das zusammengebastelt, falls sich wiederum jemand wundern sollte und das nicht kennt und nicht selbst gesehen hat. Aber ansonsten werde ich dann jetzt mal nach Hause fliegen. Das wird eine Ewigkeit dauern, weil mein Viech nicht so schnell ist, weil ich so viel Zeug mit habe. Aber bis ich zu Hause bin, mache ich nochmal wieder mal einen kurzen Cut. Und zu Hause können wir uns dann hoffentlich ein Argentavis zähmen und mit dem dann wieder hierher, um dann dieses andere Ding zu holen. Und wir müssen noch ein bisschen Kristall sammeln, denn ich brauche 500 Kristall, um eine Essenz zu machen. Oder 500 Obsidian. Mal sehen, was wir leichter finden. Ich weiß schon, wo ich Obsidian herbekomme. Ich weiß aber auch, wo ich Kristall herbekomme. Also mal sehen, was ich leichter finde. Aber das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen, damit wir sowohl für den hier als auch für unseren anderen einen Speed-Sattel bekommen. Denn die sind natürlich auch drin und die sind wesentlich effizienter, als mit normalen Sätteln rumzufliegen. Und wir sind wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann an der Musik. Und ich habe mal eben das ganze Raw Mutton und unser Prime Meat hier vorher auch reingeschmissen. Und Raw Mutton hält augenscheinlich knapp 90 Minuten, wenn es hier drin ist. Wir sind eben bei 44 Minuten, ungefähr bei 45 Minuten bei der Mitte gewesen. Und wenn man das halt verdoppelt, bei 90, also 1,5 Stunden, bis ein einziges Raw Mutton vergammelt. Genau, das ist das Wort. Das heißt, wir haben mit 600 Stück eine ganze Weile was. Wir haben ja sogar zweimal 600 Stück, aber die vergammeln ja gleichzeitig, also ja. Wohingegen ich unser Prime Meat, das innerhalb von 10 Minuten selbst dort drin, ich glaube 20 oder so, verdorrt, einfach mal brate lieber, denn wenn es brät oder gebraten ist, hält es schon mal wesentlich länger. Ihr seht, das hält schon 45 Minuten, ohne dass wir es in einem Preserving Bin haben. Und dann werde ich einfach noch Öl dazu schmeißen und wieder Jerky daraus machen. Denn Prime Meat wird sowieso weg sein, bis ich das nächste Mal benutze. Das heißt, wenn ich es raw lasse, ist es weg, sowieso. Das heißt, ich kann es genauso gut kochen. Und wenn ich es koche, kann ich es genauso gut zu Jerky verarbeiten. Der einzige Unterschied ist Öl und Spark Powder und beides ist nicht so schwer zu bekommen. Und natürlich Zeit dazu, aber naja. Und das hält dann nochmal wesentlich länger. Und ich glaube, es hat keinerlei Nachteile. Zumindest habe ich keinen nachgelesen. Und im Wiki steht gar nicht, wie viel man für Jerky an Zähmen braucht. Das heißt, ich denke mal, dass es entweder die gleiche Tame-Zeit ist oder dass man gar nicht mit Zähmen kann. Aber selbst wenn, dann mache ich mir sowieso neues Prime Meat. Weiterhin habe ich rausgefunden. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich auch noch nicht gesagt. Habt ihr eben schon gemerkt, dass ich das versucht habe, aber ich habe es noch nicht spezifisch gesagt, dass ich es getestet habe. Und zwar kann man die Strong Poison Arrows aus mir nicht erfindlichen Gründen nicht mehr oder konnte man noch nie, ich bin der Meinung, man konnte es mal, aber naja, in einer Armbrust spannen. Man kann die nur in einen Bogen spannen. Und ich bin ganz stark der Meinung, dass ich die erst vor kurzem noch mit der Armbrust geschossen habe, als ich mein Fiomir gezähmt habe, glaube ich.
Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das einfach nur ein Update war in der letzten Zeit, aber man kann es jedenfalls nicht. Das heißt also, wir nehmen die Stone Arrows und die Trank Arrows, beide für die Armbrust. Und ihr seht, wenn ich die Stone Arrows zum Beispiel halte, sind beide hier blau angezeigt, weil ich die kombinieren kann. Aktiviere ich das jetzt und nehme wieder die in Hand, seht ihr auch, beide werden blau angezeigt. Nehme ich jetzt mal die hier, wird nichts blau angezeigt. Gut, ich muss dafür einmal ganz kurz so machen. So wird jetzt der Bogen blau angezeigt, aber eben noch nicht die Armbrust, obwohl ich in der Armbrust auch nichts in die Richtung drin habe. Wenn ich jetzt einfach mal auf Stone Arrows und beiden wechsle, seht ihr immer noch, nur der Bogen wird blau angezeigt. Das heißt, ich nehme den Bogen einfach mit, hat ja nur 7 Gewicht oder so, und spanne da rein automatisch schon mal die Poison Arrows. Und wenn ich die mal brauche mit dem Strong Poison, nehme ich den Bogen und ansonsten nehme ich den Crossbow, denn der macht einfach mehr Schaden und ist leichter und besser zu zielen. Deswegen nehme ich meistens den Crossbow. Aber der normale Bogen kann halt die Strong Poison Arrows verschießen, die in dem Fall dann ein bisschen sinnvoller sind. Auch wenn dadurch, dass der Crossbow mehr Schaden macht, der auch ein bisschen mehr Torpor macht. Aber ich weiß nicht, ob sich das dann ausgleicht. Ich müsste ja fast doppelt bis dreimal so viel Torpor da drin sein. Und ich glaube, das schafft der Crossbow dann nicht auszugleichen mit Damage. Wir werden es sehen. Aber erstmal muss ich mir ein Level 150 Agathabas suchen. Oder Level 145 oder sowas von den Drehungen. Am besten Level 150 und den dann sehen. Ich denke Male, aber wenn es ein Female ist, so what. So, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Argentavis und ich habe dort hinten einen mit Level 140 gefunden. Das ist bisher der mit dem meisten Level, was ich so gefunden habe. Und was ich aber auch gefunden habe, ist hier ein bisschen Obsidian, ein paar Rare Flowers und dieses Ding hier. Und ich glaube, wenn wir das jetzt harvesten, genau, bekommen wir endlich ein paar Species Plant X Seeds. Die habe ich noch nicht wirklich aktiv gesucht, aber ich wollte sie auf jeden Fall mal haben, denn wir wollen uns noch ein paar Plant Axes bauen. Jetzt ist es natürlich schön, dass ich die gefunden habe. Und ich habe außerdem noch wieder ein paar Blueprints gefunden und muss wahrscheinlich wieder ein bisschen was von dem Obsidian irgendwo wegpacken, denn ansonsten haben wir eindeutig zu viel Gewicht für unseren kleinen armen Petri. Wir müssen noch 30 Kilo abnehmen. Ich könnte natürlich einfach das bisschen Fleisch wegpacken, das wäre wohl die einfachere Variante. Also einfach mal so Fleisch wegwerfen und schon sind wir ein bisschen weniger reich an Kilos und dann können wir wenigstens noch fliegen. Okay, das ist ein bisschen langsam. Okay, Level 140 scheint das höchste zu sein, was ich so momentan finde. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach ein Level 140er tamen und wenn ich irgendwann mal ein höherleveliges Viech noch finde, werde ich mir noch einen weiteren tamen und gut ist. Aber das hier ist ein, finde ich, ganz schick aussehendes Weibchen, das wir uns mal zähmen wollen. Ich habe gerade mal schon mal probiert, den Bogen zu benutzen mit unseren geilen Strong Narcotic-Pfeilen. Fehlanzeige. Also, ich weiß nicht, was da kaputt ist, aber anscheinend funktionieren unsere Strong Poison Arrows einfach mal so gar nicht. Das heißt, ich droppe die jetzt einfach, das sind ja nur 47 Stück. So teuer waren die jetzt auch wieder nicht. Müssen wir halt mit leben, dass wir die jetzt komplett verlieren und verloren haben. Aber, naja, ich werde daran nicht sterben. Okay, woran ich aber sterben werde, ist an dem Fallschaden, den wir bekommen, wenn wir hier runterspringen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich so nah wie möglich an dieses Viech rankomme, ohne dass ich dabei sterbe. Und dann gut treffe, denn ich habe gelesen, dass der Dododex sagt, dass wir mit einem Crossbow 9 Schüsse in den Kopf brauchen, aber 26 in den normalen Körper. Das wären die Raten, die wir brauchen, um das Viech zu killen. Das heißt, ich versuche einfach mal so drauf zu schießen und irgendwie zu treffen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und natürlich werde ich das nicht alles on camera machen, denn wie ihr seht, mein Aim ist einfach nur scheiße.
Okay, wie ihr auf dem Zeitraffer sehen könnt, habe ich dieses verflixte Viech einfach 40 Minuten lang verfolgt. Einfach nie auch nur irgendeinen Schuss getroffen. Ich habe einmal nachcraften müssen, um diese scheiß Pfeile überhaupt noch irgendwie zu haben. Hat einfach nie irgendeinen Pfeil getroffen. Ich habe keine Ahnung, habe ich so einen scheiß Aim oder fliegen die Pfeile einfach überhaupt nicht, wie sie sollten? Keine Ahnung. Ich musste sogar nochmal zurück zur Basis und meine Armbrust reparieren, weil die einfach kaputt gegangen ist. Aber wir haben sie endlich down. Wir haben unseren Level 140 Female Arcanitaris down. Die sieht echt schick aus. Und wir haben ihr ein bisschen Raw Mutton ins Inventar geschmissen, das locker ausreichen sollte, um sie 50 Mal zu zähmen. Denn bei einem Level 140 Arcanitaris brauchen wir mit einem Taming Multiplier von 5 tatsächlich gerade einmal 9 Raw Mutton, um sie tatsächlich zu zähmen. Und dabei auch kein einziges von den wunderschönen Dingen namens Narkotik. Von denen habe ich jetzt aber auch keine mehr, denn ich habe alle verbraucht, um noch Pfeile zu craften. Warum auch nicht? Denn es kann ja auch sehr gut angehen. Und ich bin zwischendurch ja sogar nochmal gestorben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich alles in den Zeitraffer reinschmeiße, aber alter effing fucking Schwede, das ist ja. Nee, also, nee, das. Nein, nicht nochmal. Also nicht so. Dann muss ich mir irgendwie mal Hilfe von Yannick oder so holen oder von irgendjemand anderem, der hier noch spielt, und mal so einen Zehmkäfig bauen oder so eine Scheiße. Aber so jedenfalls nicht nochmal. Alter Schwede. Gott, ich brauche irgendein Viech, von dem aus ich schießen kann. Das ist ja das größte Problem an Petri gewesen. Ich kann von ihm aus nicht schießen. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob mit dem Argentar was das ging. Und oh Gott, habe ich mich gerade. Ja, ein Parasaurus Level 95. Gut, noch nicht gut genug. Ich hätte gerne einen höherleveligen Parasaurus. Du bist ein Carmonemus. Level 140 einfach. Okay. Soll ich wieder einfach mal aus Spaß holen? Ich brauche den halt eigentlich überhaupt nicht. So kann ich ihn genauso gut lassen. Ist mir eigentlich egal. Verschwende ich jetzt keine Poison Arrows für. Aber Alter, ey. Ich hab 80 Drankfall oder so verbraucht. Und eben 40 Minuten. Naja, ich lasse das Viech zähmen. Das dauert nämlich jetzt insgesamt 20 Minuten. Und dann haben wir eine Agentabis. Endlich. Und dann beenden wir auch die Folge. Dann muss ich noch einen Sattel natürlich craften, aber dann beenden wir auch die Folge. Und endlich. Endlich ist es vollbracht. Ich habe einen Nagentabus Level 209, der weiblich ist und der mit 99,1% Effizienz getamed wurde, dank Raw Mutton. Und da wir so viel davon haben, können wir das für bis jetzt einfach mal jeden Fleischwurst verwenden. Oder ab jetzt. Aber wir brauchen einen Namen und in dem Falle schwebt mir auf jeden Fall schon einer vor. Hoffe mal, dass auch nur irgendjemand versteht, worum es überhaupt geht. Ich meine, ich kann es deutlicher machen. Ich kann ja mal kurz deutlicher machen, worauf ich damit hinaus möchte. Erstens, guckt euch das Viech an, wie es aussieht. Zweitens, Options, Change Name. Das Ganze würde weitergehen. So, und ich höre gerade. Okay, ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Raptor oder so, der auf mich zugelaufen kommt. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt einen Sattel. Und auch den habe ich schon zusammengebastelt. Beziehungsweise nicht zusammengebastelt, sondern zusammengesucht. Und wir brauchen einen Argentavis-Sattel, der letzte sogar in der Reihe. Und erstmal nur normalen, denn so teuer sind die blöden Dinger ja nicht. Und dann basteln wir uns einen neuen. Ich glaube, das da ist ja ein Level 140er. Das heißt, wird ganz schön hart, das Viech zu töten. Aber auf jeden Fall bekommst du den Sattel. Zack, bumm. Und jetzt haben wir einen Sattel für unser episches Argentavis-Viech. Und das Viech ist langsam im Vergleich zu unserem Petri, wie ihr schon seht. Aber dafür kann es eine sehr coole Sache. Und zwar können wir mit Rechtsklick die Grabbing Animation starten und wenn wir dann etwas finden, was wir grabben können, weiß nicht, ob das mit Carbonemus überhaupt geht, können wir die mitnehmen. Ich glaube, das geht beim Petri auch, nur mit den sehr kleinen Viechern. Also, wenn ich mal lande, ich glaube, ich kann mit Petri zum Beispiel auch einen Dodo mitnehmen, wie den, der hier rumlaufen sollte. Hey, wir haben einen Dodo und tschüss! Und platsch. Den können wir mitnehmen. Aber zum Beispiel natürlich den Carbonemus in keinem Fall. Das würde nicht funktionieren. Dafür ist mein kleiner Petri viel zu schwach. Wohingegen unsere America.
Das soll eigentlich können müsste. Eigentlich. Aber vielleicht geht es auch nicht bei den Viechern. Aber es geht zum Beispiel bei Pferden, soweit ich weiß. Pferde können wir, glaube ich, zum Beispiel grabben mit unserer America, wohingegen Petri das nicht schafft. Anscheinend können wir den Carbo Nemesis hier nicht mit grabben, aber Spieler zum Beispiel können wir mit ihr auch grabben. Und noch ein paar andere Sachen und Stuff und Things und so weiter. Also, auf jeden Fall ist es wesentlich cooler, ein Argent Tower zu haben. Und außerdem hat sie 688 Weight per Default. Das heißt, sie hält ein bisschen mehr aus, was Gewicht angeht. Und sie hat 1160 Stamina. Das heißt, sie hält auch generell wesentlich länger durch, wenn es um das Machen von Dingen geht. Wow. Denken und gleichzeitig Inventar sortieren ist eine Sache, die ich noch immer nicht kann. Okay, Stamina hat sie also auf jeden Fall genug. Das heißt, ich denke, ich werde erstmal Weight und vielleicht noch ein bisschen Melee-Damage leveln. Und einmal auf jeden Fall auch Health, weil mich diese Zahlen ankotzen. Und naja, gut, das sieht auch nicht besser aus. Egal. Du folgst mir. Ne, wobei, du folgst mir. Und wir fliegen erstmal nach Hause. Denn ich möchte auf jeden Fall gerne den Argentavis abliefern. Und ich würde aber auch sagen, dass wir damit dann diese Folge beenden. Und ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen. Wenn ja, benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen. Wir haben unsere America, wir haben einen Argentavis. Damit das Ding hat ewig viel Stamina und fliegt somit ewig lange. Kann dafür, glaube ich, nicht diese coole Luftrolle, die ich mit Steuerung sonst machen kann. Also das ist der einzige Nachteil. Und es ist generell natürlich langsamer, das Viech. Aber ansonsten hat es halt viel mehr Vorteile. Deswegen, ja. Was soll ich dazu eigentlich noch mehr sagen? Okay, das bleibt jetzt erstmal so. Ich denke, dann werde ich jetzt erstmal Weight leveln, denn Weight ist das wichtigste Attribut, was ein Argentavis haben kann, neben Speed, und Speed können wir nicht leveln. Aber, wie gesagt, dann beende ich diese Folge hier. Benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen, habe ich gerade auch schon gesagt. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!